Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft 2 Legacy of the Void. Wir sind heute wieder mal in den Koop-Missionen unterwegs. Mit mir ist der Peter wieder da. Peter, was zu sagen? Hallo zusammen. Und ja, klassische Kombination. Er spielt wieder als Rainer, ich wieder als Vodazoon. Man muss auch sagen, die Möglichkeiten von Peter sind relativ begrenzt, weil ich glaube, du hast nur Wings of Liberty, oder? Ja. Yep. Vielleicht liegt es aber auch an meinen Fähigkeiten, dass sie mir nicht mehr zutrauen. Das könnte natürlich sein. Aber dann erklärt es nicht, warum ich so viele habe. Aber okay. Bieten. Ja, wahrscheinlich habe ich den Geld in den Rachen gestopft. Habe ich, ja, habe ich. Genau, Vorbesteller brauchen kein Skill. Und brauchen kein Skill, ne. Vorbesteller sind schon so geskillt durch ihr Geld. So, aber wie gesagt, gleiche Konfiguration. Ich werde die Vodazoon jetzt auch so lange spielen, bis ich hier auf Stufe 15 bin. Du bist schon auf Stufe 7, haben wir gerade festgestellt. Ja, ich stehe kurz vorm Upgrade. Da gibt es orbitale Landekapseln, auf die freue ich mich schon, weil die Laufwege der Einheiten dann entfallen. Ja, das ist natürlich extrem geil. Das hätte ich auch gern. Und ich denke als nächstes, wenn ich mit der Vodazoon fertig bin, werde ich mal mit dem Kadax zocken. Weil der hat als allererste Fähigkeit vom Speer des Adun diese Orbitaloffensive. Die ist so geil. Die kenne ich noch aus der Kampagne. Hätte ich echt gerne. Die vier Charaktere rechts, die kannst du dir gar nicht erst anschauen, oder? Ach, anschauen schon. Kannst du auch die Fähigkeiten, Upgrades und Einheiten und so anschauen? Ja, kann ich alles sehen. Mit einem dezenten Hinweis, ich soll sie mir kaufen. Was heißt dezenter Hinweis? Das ist so ein ziemlich großes I mit einem Kreis drumherum. Es leuchtet. Bitte hier Geld einführen. Ja, genau, sieht aus wie ein Slot. Zu geil. Naja, Mission ist, glaube ich, die dritte Tempel der Vergangenheit, oder? Und genau. Ich würde sagen, ich sag mal, ich bin bereit. Und los geht's. Hoffe ich. Spiel bereit. Ah, ich höre einen Countdown. Countdown ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. So, was haben wir denn für Aufgaben? Einmal halten Sie die Stellung gegen Amons Streitkräfte und lassen Sie nicht zu, dass der Xel'Naga-Tempel zerstört wird. Hört sich irgendwie redundant an, finde ich. Halten Sie die Stellung und passen Sie auf, dass das Ding nicht kaputt gemacht wird. Oder dachten die, ich maue meinen Nexus jetzt einfach mit Türmen ein? Also eine Tierschutzmission. Nagerschützen. Nagerschützen? Die Pelzigen. Entaru Adun. Unsere Streitkräfte bekämpfen Amons Diener auf ganz Shakuras. Doch der dunkle Gott trachtet danach, diesen Tempel zu zerstören. Es wird Zeit brauchen, die Energie des Tempels zu aktivieren und diesen Angriff zurückzuschlagen. Euer Auftrag lautet, den Tempel bis dahin zu verteidigen. Macht euch bereit. Wenn das Ding erledigt wird, geht das auf unsere Kappe. Ja, Peter, ich würde sagen, den linken Eingang, also den Haupteingang und den rechten und den oberen, um den kümmere ich mich. Du kümmerst dich links, okay? Also ich schau zu, oder? Du schaust zu. Nee, du unterstützt mich nachher wieder mit Tanks. Ich denke, an Türme komme ich schneller dran als du. Würde ich jetzt einfach mal raten. Ja, ich baue jetzt meine Kaserne auf. Mhm. Ich nehme dann zuerst den linken Eingang in Angriff. Ja. Yep. Und dann unterstütze ich unten. Perfekt. Und dann, ja, sind eh schon alle tot. Ja, dann sind wir eh fertig. Dann können wir ein Bierchen trinken gehen. Ich denke aber, wenn ich mich... Also das ist auf jeden Fall die gleiche Map wie die finale Mission in der Kampagne. Und da kann man sie auch als allererstes durch den Haupteingang. Da sieht man aber, da ist noch so Geröll. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit dann. Was sicher nicht schlecht sein wird. Und ich habe hier gerade die übelst stressige Musik. So eine richtige, macht mich total aggressiv Musik. Ich meine, sie ist echt cool, gefällt mir, aber sie ist echt stressig. Ich habe überhaupt keine Musik im Spiel irgendwie. Vielleicht solltest du sie in den Einstellungen einschalten. Vielleicht muss man die extra zahlen. Das könnte natürlich sein. Ach, das Musik-DLC hast du dir nicht besorgt. Nee. Ja, selber schuld. Gibt's für 1995. Yippie.
mit exklusiven Titeln wie dem Stresslied, dem Stresslied 2 und Cedar Tools Rap. Zerg am Singen. Zerg am Singen, genau. Die Kerrigan Karaoke Version. Genau, Zerg Hitparade. Geil. Ja, Elementar Dev steht auf jeden Fall im Eingang. Okay, in der Mitte unten kommen sie. Aber wie gesagt, da sind jetzt erstmal ist noch ein bisschen Schutt vor ihnen und da sind sie jetzt ein bisschen beschäftigt noch. Was trifft, ne? Ne, bisher läuft. Hey, es sind Marines. Wir kämpfen scheinbar gegen Terraner. Wo? Unten beim Haupteingang. Okay. Wir könnten Banshee loslassen, wenn ich mal. Ich würde sagen, spar dir die, weil mit dem paar Karspinnen komme ich auf jeden Fall mit den Türmchen zurecht. Und das läuft dann schon. So. Dann darf die hier hoch. Na, ich würde sagen, als erstes mache ich dann noch den rechten Eingang. Ich würde sagen, danach verteidige ich, nicht verteidige, sondern tarn ich deinen Eingang auch noch, oder? Na, das wäre nett. So, machen wir mal das Ding hier hin. Okay, ich glaube, jetzt brechen sie bald durch. Das Geröll ist schon im roten Bereich auf jeden Fall. So. Über dem Xelnagar-Tempel schwebt ein riesengroßer Stein. Okay, sie sind durchgebrochen. Oh. Ja, kommen doch einige, gell? Aber kriegen wir Bescheid, wenn ja, was ist. Fliegen wir hin. Es ging. Oh, ich sehe hier ganz viel Tote. Ich kann tote Menschen sehen. Wie hieß denn der? Der Schauspieler von denen. Der muss doch jetzt auch schon steinalt sein, oder? Ja. Der von Sixth Sense. Der kleine Junge, der tote Menschen sehen konnte. Ist der nicht irgendwie Haley? Ich weiß nicht. Haley, Jay, irgendwas? Ja, doch, genau. Ich glaube, so hieß er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nennen wir ihn Osborn. Der grüne Gnom. So, rechter Eingang ist auch safe. Und jetzt bin ich gerade oben. Schatz. Setz einen Turm außerhalb des Tarnfelds als Ablenkung. Ah, gute Idee. Ich hatte den Eindruck, das bringt was. Okay. So. Die Konfiguration des Tempels ist zur Hälfte abgeschlossen. Bleibt standhaft, bis der Tempel aktiviert werden kann. Ich muss sagen, die Alte hat echt ein anderes Zeitrechnen-Schema als ich. Sie sagt, zur Hälfte. 25 Minuten mussten wir halten, jetzt waren wir gerade bei 20 Minuten. Also die Hälfte von 25 ist bei mir nicht 20. Aber gut, bei dem Protoss ist Zeit wohl relativ. Okay. Ah, da kommt gleich die zweite Welle von der Mitte aus gesehen. Irgendwas kommt von unten. Mhm. Bei mir hakt es gerade halt echt an den Mineralien. Ein bisschen. Ich geh jetzt gleich auf Tanks. Oh nice, bin ich werde schon ein paar Raketentürme unten hinstellen. Und oben ebenfalls, falls er mit Overlords kommt. Geile Idee. Oder wie heißen die Dinger? Bei Overlords heißen ja bei den CX. Ach genau, da waren es so die. Hier waren es so die. Transportschiffe. Ja, Transportschiffe weiß ich nicht. Waren doch diese Kugeln oder nicht? Diese Forschungsschiffe. Ja, was auch immer. Ich hab dir den ersten getarnten Pylon hingestellt. Oh, diesmal kommt er schon mit mehreren Sachen. Oh, Leon Moloch. Hast du was? Den könnte ich mit der Banshee gehen. Ja, bitte. Das wäre nice. Weil da hätte ich jetzt momentan noch nichts dagegen. Das ist doof, dass man die Banshees nur im Sichtbereich anfordern kann. Das ist ein bisschen schade, gell? Aber bei der Landung bringt man nämlich einiges. Ah, sehr nice.
Ja, den kriegen sie auf jeden Fall runter. Ja, auf jeden Fall. Easy, easy. So. Du darfst hier sammeln gehen. Ich nehme jetzt auch noch den Bunker damit. Ja klar, wenn sie eh schon da sind, dann kannst du da auch aufräumen gehen. Ey, wo geht denn der Weg da oben hin? Da oben. Fliegt man nach oben? Wo geht's denn da lang? Die Zenitsteine des Tempels reagieren negativ. Nice. Kannst du die zerlegen? Guck mal. Ja, beim nächsten Mal dann. Okay. Ey, cool. Haben wir auch noch Bonusziele. Jetzt geht's bei mir los. Steht Verteidigung oder brauchst du Unterstützung? Nee, ich hab schon. Getarnte Pflanze. Ich könnte dir auf der anderen Seite auch schon mal die Gebäude tarnen. Soll ich das machen? Pff, ist egal, kannst jetzt erstmal schauen, dass du zurecht kommst. Oh, er kommt mit Lufteinheiten. Identifiziert. Und mit Augen Hybriden. Auf. Hier treiben sich Hybriden herum. Super. Gut, dann. Der nächste Tank unten oder oben? Unten, oder? Ja, machen wir unten. Ich geh jetzt auch. Okay, da kommen jetzt die Hybriden bei mir. Oh ja. Schaffst du's? Im Bunker zerlegt die Schweinehunde. Dein Tank ist außerhalb des Tarn. Feld, hast du das gesehen? Ja. Ich versuche gerade mit meinen. Mit meiner Schattenwache. Ich bin die Klinge der Meere. Hier das Bonusziel zu zerlegen. Ach, bist du da links unten? Rechts bin ich. Im linken gerade überall Dreiecke auf. Ja, die Dreiecke sind die Bonusziele. Ihr habt euch vorbildlich geschlagen. Zwei Zenitsteine müssen noch unschädlich gemacht werden. Okay, ein Zenitstein, ein Bonusziel konnte ich schon mal zerlegen. Geil, 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 geil. So. Ich kann natürlich die Hypedon hernehmen, aber es wäre ein bisschen Verschwendung. Ja, sehe ich auch so. Ich würde sagen, das machen wir dann so Stück für Stück, oder? Ich muss jetzt der Beste wahrscheinlich. Wenn wir sie eh mal anfordern, dann würde ich sagen, dann gehst du einfach weiter danach. In der Regel machst du es ja relativ schnell mit der Hyperion. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier den zweiten Teil deiner Basis tarn, soll ich das mal machen? Dann wäre was? Ja, dann wäre es halt, dass sie unter Umständen einfach durchstiefeln. Wobei, nee, dann stiefeln sie nur bis zu meinen Pylonen. Hybriden, wappnet euch, Krieger. Ich hab Hybriden. Von unten kommen Hybriden. Warte mal, was ich vergesse. Depots. Ja. Wie überraschend. Oh, da oben hast auch schon was hingestellt, sehe ich gerade. Sehr schön. So. Die Frage ist, auf was sollte ich mich hier jetzt wohl eher spezialisieren? Flugeinheiten oder? Ja, ich denke schon. Bodeneinheiten. Ich glaube es nämlich auch fast. Amon hat einen leeren Moloch herbeigerufen. Solange diese Kreatur am Leben ist, wird sie dem Tempel schweren Schaden zufügen. Da rechts ist er, kannst du... Ja, ich kümmere mich um Molochi. Im Eingang geht's auch gerade gut ab. Aber alles überschaubar. Ui, der hat einen Tank, sehe ich gerade im Eingang. Aber nicht eingedockt. Scheiße, dass der Moloch genau da jetzt gekommen ist. Weil ich da eh schon das Bonusziel zerlegt habe. Ich glaube nämlich nicht, dass du bis hinter fliegen kannst. Ich denke, nee. Die hauen davor der, noch ab. Der sieht meine Banshees, der Hund. Auf die halten jetzt noch aus. Das ist nicht nice. Aber wie sollte. Ach, da unten ist ein Tarnturm. Ein Luftabwehrturm.
Ja, es war halt, ging halt nicht anders. Ja, ja, klar. So. Okay. So. Nehme ich mir hier noch sowas und baue jetzt mal ein paar Lufteinheiten. Ich mache jetzt keine, ist okay? Oder? Ah, ich könnte auch ein paar bauen. Wieso nicht? Hab ja Ressourcen. Eben. Oder nicht oben am Ui, paar. Von oben geht's gerade. Oh ja, ganz schön. Heftig. Richtig, richtig dick. Mit die Sonde zerlegt. Solche Säcke. Das war jetzt unerwartet. Ich schicke gleich neue und stelle oben ein paar Tanks ab. Ja, gute Idee. Wir orten feindliche Landekapseln. Was heißt die, wir orten feindliche Landekapseln? Der Sack hat hier so eine Antenne. Oh ja. Okay, der kommt hier jetzt tatsächlich mit Landekapseln her, der Sack. Wo siehst du ihn? Ja, ich hab's sie schon weggekillt, aber trotzdem, heftig. Das heißt, einfach nur den Eingang deffen, das wird nicht reichen. So, ich baue mir jetzt hier noch eine Echse auf. Der Tempel wird von einem leeren Moloch belagert. Tötet ihn, wieder, bevor er zu viel Schaden anrichtet. Ja, irgendwo ist ein leeren Moloch. Ja, ich gehe mit der Wikipedia auf ihn. Ah, kannst. Nice. Okay. Ich glaube, es wird Zeit für die Hyperion. Kannst du die dort direkt... Ja, ich kann die instant hinbeamen. Ja, die braucht keinen Sichtbereich. Nee, die braucht keinen Sichtbereich. Interessant. Aber diesmal kriegt sie gut einen auf den Sack. Ja, ich hab die aber hilfreich. Heftig. Ah, jetzt kannst du gleich zu dem gelben Dreieck hochgehen, neben Ziel. Wo ist das? Ja. Hybriden auch noch. Armon schickt Scheiße. Seine Diener entgegen. Wo ist denn das Teil da? Da ist es. Das war's. Fuck. Nur zu kurz. Schade, schade, schade. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das wäre schon super. Aber angeschossen habe ich schon. Nice, dann haben wir jetzt schon mal zwei angeschossene Nebendinge. Ich kann auch die Benches noch mal hinschicken. Oh. Aber hier geht's gut ab. Oh. Fuck, in meinem Haupteingang habe ich vergessen, einen Zweitpylon hinzustellen. Ich hab da die Benches jetzt eingesetzt. Ja, sehr gut, danke. Hat das hier eiskalt vergessen, gell? Normalerweise stelle ich noch immer einen zweiten Pylon dahinter hin. Aber das habe ich diesmal tatsächlich vergessen. Ich habe die Einheiten, die er noch da hat, ab. Nochmal zerlegt. Super. Oben geht's ab. Schlimm? Ah, ist schon gut was unterwegs. Ah, ich gehe mal auch hin. Das ist ein Kreuzer. Ich wollte auch Kreuzer. Vielleicht. Irgendwie hat er mir hier ganz schön viele, sagt schon, Türme zerstört. Wie kann das denn sein? Okay, hier geht's gerade echt gut ab. Oh Mann, jetzt wird das Ding da unten von dem belagert. Ui, schau mal, was von unten kommt. Volle System, feindliche Landekapseln entdeckt. Es geht gerade echt gut ab. Da guck. Wow.
Vielleicht gar nicht gesehen. Volle Systemleistung. Phasenkristalle aufgeladen. Das habe ich gar nicht gesehen. Sognaku Afal. So. So soll es Energie bei. Ich werde jetzt mal die Nebendinger kaputt machen gehen. Wir orben feindliche Landekapseln. Ich bin ziemlich sicher, ich wollte hier Kreuzer bauen. Nötigen Gebäude da finde ich doch nicht. Wir werden hier irgendwie okay, dann bleibe ich erstmal kurz hier. Volle Systemleistung. So, jetzt gehe ich. Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit, gell? Es verbleiben nur noch wenige Augenblicke. Nirazim, lasst eure Klingen aufleuchten. Ich will auf jeden Fall die Nebenmission. Ja, dann. Sieg. Sieg. Bin schon unterwegs. Mehrere Lehren wohl noch entgegen. Macht eure Truppen kampfbereit. Ich bin die Klinge der Nähe. Wir werden Rache üben. Da ist jetzt jemand Tank drin. Okay, der hat jetzt Lehrenmoloche. Kannst du gegen den einen was machen? Links oben oder rechts unten? Mach du den unten. Den rechts. Ja, 30 Sekunden sollte. Aber das ist okay, denke ich. Ja. Sind nicht mehr. Ihre gefährlichen Energien wurden unschädlich gemacht. Ein weniger von denen. Ich gehe gerade zu dem Oberen. Ja, ich hab jetzt. Soll ich zum Runtern leeren Moloch oder kriegst du das hin? Ich krieg's hin. Okay. Okay, mit WP, dann kriegst du auf jeden Fall hin. Schickt sie zurück in die Leere. Ikkuda Anai. Beginne Vernichtung. So. Man, der Marsch war auf den. Kleinen Arsch da. Oh, ey, dieses schwarze Loch, das ist so awesome. Hybriden sind unterwegs. Nice. Ja, die Hybriden von hier, die sind schon weg. Und ich räume hier gerade ein bisschen auf. Ich habe unten ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Und die Hybriden, die ankommen, die sind auch schwer beschädigt. Okay. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, läuft. Ey, diese Phasengleiter, die sind so geil. Ich habe mir da jetzt einen Pylon hingetan. Unten geht's auch gut ab. Brauchst du Hilfe? Nö, läuft. Volle Systemleistung. Ich habe jetzt hier die Basis von dem ziemlich zerlegt. Da unten habe ich irgendwie kaum noch Tanks. Fällt mir gerade auf. Wird ausgeführt. Wir haben jetzt eh nur noch 10 Sekunden, dann ist die Geschichte hier vorbei. Okay. Somit ist das jetzt relativ easy. Deine Tanks, die sind so geil. Das war's. Easy. Die Aktivierung wird Arons verbleibende Streitkräfte vernichten. Ausgezeichnete Arbeit. Ja. Easy, Ende. Easy. Noch nicht. Ja, aber die Mission, die war jetzt okay. Hat gepasst. Hey, cool. Ich habe Vorazun jetzt auf Stufe 10. Hast die 8 erreicht? Yep. Okay, ich habe jetzt eine neue Fähigkeit für ein Spiel, das Adun. Zeitstillstand. Schalte die Fähigkeit Zeitstillstand frei, die Zeit für Gegner 20 Sekunden lang anhält. Diese Fähigkeit kann über die obere Konsole aktiviert werden. Kennen wir ja schon aus den
Nebenmission, aus der Kampagne, aus der Nebenmission, sage ich. War ziemlich cool, freue ich mich schon drauf. Werden wir auf jeden Fall im nächsten Part sehen. Ich würde sagen, dann lassen wir es wieder für heute gut sein, oder Peter? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, genau. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, vom Zuschauer zum Mitspieler. Nur mal als kleine Randinfo, also Peter, wir sind auch im echten Leben miteinander befreundet, also ist jetzt nicht so, dass er nur Zuschauer wäre. Nee, schon einige Jährchen, Jahrzehnte, Dekaden. Dekaden, Jahrhunderte. Ja. Vor der Zeit sogar noch. Wir haben StarCraft schon auf Steintafeln gespielt. Ja, sowieso. Ich habe hier noch meine alte, gute, alte Schiefertafel mit StarCraft hier rumliegen. Ja, musst du mal die... deine Speerspitze da rausholen. Ja, ich glaube, meine Speerspitze lasse ich jetzt erstmal da, wo sie ist. So, Peter, wie immer, vielen Dank, dass du mitgezockt hast. Hoffe, du hattest Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall Fun gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst doch ein paar Bewertungen da. Abonniert meinen Kanal. Und wie immer, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao.